Beziehungsweise. Ach, da unten! What is going on with reality? I'm writing with my own blood on a tree. My own name. Anton. No, not mine. His. The sun is just starting to set. Orange mist. Orange mist all around. I see their bodies coming out of the woods. I hear a scream. A horrific scream of terror. Is that my voice? I think it is. Where's Anton? Where did he come from? How did he get in? The sun is just starting to set. He's in me. He's okay. He's coming in through my eyes. The eyes are windows to the soul. He has no soul. Where is Anton? I am dropping in a bottomless abyss, falling into the pass. Dead and rotting hands are catching me on my way down. I can feel them whisper into my ear. Now you are ours. You will never leave us. I'm calling him. I'm calling Anton. Where is Anton? I don't know. I see nothing. My eyes are overflowing with blood. I have to escape. I have to run away. I have to start running. Jetzt muss ich erstmal hier oben gucken. Und da war ich schon, da hinten geht's ja raus. So. Da oben ist draußen. Deswegen liegt hier auf Schnee. Jetzt haben wir den Zettel da gefunden. Aha, wir kommen jetzt hier. Und. Ah. Das war ja die Stelle, wo. Ja. Das war ja die Abteilung, wo Wanderklotz uns entgegenkam. Genau, da sind wir runtergekommen. Was hat man da hochgekonnt? Alles klar. Gut, das heißt, wir müssen da hinten. Heißt ja nichts mehr. Oh, jetzt ist auf einmal ganz schnell, du. Das scheint die Luft hier unten viel besser zu bekommen. So. Und dann gehen wir hier hoch. Wow, nette Höhle mit dem Wassertropfen haben wir echt gut gemacht. Aber die Stimmen, das hätten sie vielleicht lauter machen können. Finde ich, das Vorlesen, dass diese ja, Stimme einfach etwas besser rüberkam. So, was sagt unsere Karte? Wir haben jetzt... Oh, drei müssen wir noch. Dann haben wir die Koordinaten... 3 und jetzt, ne? Wenn man interessant jetzt mal irgendwo noch eine Koordinate zu finden, können wir jetzt hier rüber. Aber wir müssen wahrscheinlich da runter. Ja, was ist jetzt? Ich will auf die Sprünge helfen oder was? Jetzt hänge ich hier fest, ey. Ich gibt's nicht, Alter. Das Spiel ist schlecht programmiert. Ich komme nicht hoch. Kann ich mit dem Menü spielen? Leerstaste zum Springen funktioniert auch nicht. Ja. Schlecht programmiert, würde ich sagen. Sehr schlecht programmiert, das Spiel. Das heißt, ich hänge jetzt hier fest. Ach, ich komme ja doch runter.
Wow. Spiel, du hast ja was an der Mütze. Warte, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin irgendwo da oben unterwegs. Aha, das heißt, ich komme gleich irgendwann wahrscheinlich wieder zu dem scheiß Baum. Das heißt, die anderen Koordinaten finde ich wahrscheinlich unten links, wo der Kompass ist. Weil wir, da haben wir ja nicht wirklich viel gefunden. So könnte ich mir denken, weil wir unten ziemlich viel gefunden haben. Hier oben haben wir jetzt einiges entdeckt. Ich weiß nicht, ob wir hier oben richtig sind jetzt. Moment. Ich weiß auch nicht, wo wir... Da oben kommen wir... Ich kann natürlich hier weiter. Ne? Eons. That's how long I spent suspended in nothingness. And then this one time, a pale, dim glow filled it. I felt as if some consciousness started soaking through an orange cloud into my brain, dripping with heavy drops, not letting me pass away nice and peaceful. I fought with myself. I had no strength to open my eyes. And finally, after processing this situation on and on, I realized I have no eyes. 2993. Das ist, laufe ich jetzt wieder zurück. Dann laufe ich eine Abkürzung, dass ich hier wieder rauskomme. Dann darüber und dann kann ich hier unten hin. Hoffe ich, dass ich das hinkriege. Geh doch mal weg damit. Das heißt, ich würde jetzt, wenn ich hier weiterlaufe, ja. Weil die Sache ist ja. Finde ich hier eventuell noch was? Weiß ich, müsste zurück. Hm. Ich habe da unten das mit dem Baum gefunden und ein Zettel. Ne, ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück. Viel fehlt uns nicht mehr. Aber die Koordinaten haben wir dann alle. Ist ja auch ein sehr großes Gebiet hier oben. So, warte mal, wo sind wir denn von da oben runtergekommen? Genau, das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Hm. Ja, da ist, ich komme da wieder nicht hin. Wieder über. Das kann da oben sein, dass ich. Du kannst ruhig mal, das sind ganz normale Felsen, da kannst du einfach hochgehen. Ja, das muss bestimmt machbar sein. Hoch. Du bist jetzt ein Versager, ist das hier. Da kann ich mal irgendwo 2 Meter Fels hochlaufen, weil da oben ist ein Zettel. Wahrscheinlich komme ich denn über diesen beschissenen Baumstamm dran. Und er hat aber jetzt nicht die Eier, das zu sagen, ich will jetzt da hoch. Also gehen wir wieder zurück in die scheiß Höhle hier. So, da geht's jetzt. War noch runter. Warte mal, sind wir da rausgekommen? Wo sind wir da? Wie kann ich denn darüber kommen? Guck, ob ich einen Weg finde. Baum hilft mir nicht weiter. War ich hier schon gewesen? Sieht mir nicht danach aus.
Kann ich hier runter? Ja, tatsächlich. Das ist cool. Oh, warte mal. Kann ich hier... Ja, ja. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Da bin ich da aber. Hä? Nein. Hier bin ich vorhin lang gelaufen, ja. Genau, hier war ich vorhin gewesen. Aber wo dieser eine Zettel da? Ne, warte, ich muss ja nach oben. Dann hier lang, genau. Dann hier wieder. So. Zurück. Vorhin bin ich ja auch schon gewesen. Ich versuche es jetzt nochmal hier lang. Weiß ich, ob er schwimmen kann. Ach, ich hänge hier wieder. Hier die Felsen, als wenn ich nicht da lang laufen dürfte. Hier auch das Holz. Das heißt, ich darf da nicht lang. Alles klar. Nein, darf ich nicht. Was ist denn ab nach oben? Heißt? Tja, komme ich hier lang oder? Ja, wo du hast? Wer hat einen Zettel, ey? Ja, tot. Doch nicht. Jetzt hänge ich hier irgendwo. Ja, da ist ein Zettel, aber da komme ich jetzt nicht mehr dran, Mann. Ich muss noch mal hoch. Ist was, aber wie komme ich da dran? Mich aber interessiert. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich da wieder hochkomme irgendwie. Ich blöd, Mann. Ist doch so einfach. Mal versuchen wir es doch einfach mal so, ne? With the locals that they will give us a ride to the location of the second camp. We helped them unload the carts and waited for the horses. At approximately 4 p.m. we set off to continue our journey.
We managed to replenish food supplies so we could eat something on our way there. The horses are moving slowly. It's making me sleepy. It's getting dark. The second camp was an abandoned village. We found a house to stay at overnight. In total darkness, we started setting up a fireplace. Everyone cut themselves on nails sticking out of the boards. Apart from that, everything was okay. Then, it all started. Okay. Da hat plötzlich die Sache begonnen, aber was? So, den Zettel haben wir auch. Boah. Ich weiß nicht, wie viele Zettel wir jetzt haben, ob wir was übersehen haben. Jetzt ist die Frage, wo geht es jetzt hier weiter? Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie im Weg nach draußen finden. Ohne mir die Quanten zu brechen. Oh, da geht's. Das wäre jetzt. So, jetzt bin ich hier. Aber. Na? Und jetzt? Wollt ihr einen neuen Speicherpunkt finden? Wollt ihr mich hier? Ja. Ich hänge hier fest. Ich komme hier nicht mehr weg. La 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 la. Ich hänge in der Mauer fest. Ja, schön. Richtig geil. Ich freue mich richtig. So, den Zettel haben wir gefunden. Wahrscheinlich befinden wir uns da oben, wo das aussieht wie ein Ausrufezeichen, nur umgekehrt, würde ich jetzt sagen. Und da haben wir zwei rote Zettelchen. Ich denke, irgendwo da befinden wir uns. Ja. So, das heißt, ich hänge jetzt hier fest. Was kann ich machen? Fortfahren, Hauptmenü. Kehrt zum Haupt zurück. Zurück. Nicht was zurückgespeichert. Ja. Geht verloren. Fortfahren. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich komme da nicht weg. Ich muss da mal irgendwas machen. Das war nicht vorhin. Da hatte ich doch Glück gehabt, dass ich da irgendwie dann runterkam. So, fortfahren. Gucken. Vielleicht haben wir den. Müssen wir den Zettel nicht nochmal finden. Das wäre natürlich vom Vorteil. Ja. So, wir haben es jetzt 15 Uhr. Akku ist aufgeladen. Das ist gut. Leute, nicht unterbrechen. Gönne deiner Figur Verschnaufpause. Laufe nicht ununterbrochen. Gönne deiner Figur Verschnaufpause. Aha. So, ach, nice. Alles klar, Baby. Alles klar. Voll abgeschmiert ist er. Voll abgeschmiert. Ja, ich denke, ich mache hier nochmal einen kleinen Cut. Und, jo. Ihr kennt dann Zusammenhänge. Also, ich würde dann sagen, moll. Servus. Go, 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 go